Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Part Pokémon Blattgrün Armageddon Edition. Und ich sage schon mal unsere kleinen Fortschritte. Midnight ist derweil auf Level 46, hat nur Finte dazu gelernt, hat noch keinen Feuer-Move. Und ich muss mal sehen, was sich da machen lässt. Weil ohne Feuer-Move ist das noch ein bisschen, ja, unpraktisch. Denn auf Level 51 lernt es erst Flammenwurf, glaube ich. Wie du auch sei. Es geht weiter. Wir sind jetzt im letzten Turm. Nee. In der letzten Ebene des Pokémon-Turms. So. Und der Nebel lässt in diesen Emulator leider ein klein wenig laggen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber passt schon. Hier, Farida Bang mit Blitzkanone trifft sofort wieder. Richtig geil. Paralyse, das heißt, wir können jetzt im Nachhinein sofort Steinhagel einsetzen. Saugeil, das Ding. Okay, und weiter geht's. Rockerüppel besiegt. Ich gebe auf. I quit. Ach, geil. Ah, so ein alter Klacker, der hat behauptet, wir werden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Du bist nicht gefragt, mein Freund. Schmock. Das Abgangsportal. Okay, kein Problem. Ich denke eh nicht, dass wir das direkt killen können. Aber wir können guten Hit landen. Und jetzt können wir den mit Steinhagel und schönen Parapl. Oder auch nicht, ich glaube, ich wechsle leer. Das dauert mir dann noch zu lange. Los, Dr. Eggman, los! It's your turn, bitch! Confusion! So, und wurde besiegt. Sauber! Angriff, nice. Also, finde ich übelst. Bitte lass mich in Ruhe! Ich dachte, du wolltest mir deine Meinung geben. Meine Güte. Immer wieder diese komischen Kunstbanausen, die denken, sie können sich mit mir anlegen. Finde ich nicht gut. Okay, jetzt denke ich gerade nach. Wo geht der gute alte Regen als nächstes hin? Wollen wir jetzt nach Fuchsania City? Genau, Fuchsania City. Oder wollen wir nach Saffronia City? Das ist jetzt so die Frage, die mir in den Kopf schießt. Einmal schlafen, danke. Und Dr. Eggman scheint doch ziemlich schnell zu sein, obwohl es ein Minuswesen hat. Minus! So, Confusion. Bam, ins Gesicht. Und bald ist es soweit, Leute. Noch eine Woche. Eine Woche noch. Dann hat der gute alte Regi endlich Sommerferien. Und dann geht's ab, Leute. Wisst ihr, ich habe sowas von gar keinen Bock mehr auf Schule. Das glaubt ihr gar nicht. Also jetzt nur diese letzte Woche. Keine Ahnung, ich brauche einfach Ferien. Ich bin gerade scheiße am Arsch. Und boah, perfekter Simsala-Counter. Voodoo. Leg dich mit dem Rocket an. Sonst war's. Willst du Giovanni holen, ne? Hast mich an der Eier. Egal. Mr. Fuji. Regi. Du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Regi hält eine Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spielen der Pokémon-Flöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Ja, strategisch eigentlich ganz gut. Wir brauchen halt nie wieder Aufwecker oder sowas. Jetzt haben wir die Wahl. Saffronia oder Fuchsania. Ich glaube, Fuchsania kommt hier laut Dingsplan als erstes. Deswegen gehen wir jetzt erstmal... Na doch. Nach Fuchsania. Und zwar nehmen wir jetzt gleich erstmal alle beide Wege. Sowohl Radweg als auch, wie ist der andere Weg? Keine Ahnung, einfach Route 12, genau, Route 12, so. Surfer wäre auch mal dringend nötig. Hier wird doch nicht. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und hier, die Pokémon für dich spielen, okay. So, es wird irgendwann auch mal Zeit für so einen kleinen Remix. So ein Haftbefehl Pokémon Remix. Ja, wird irgendwann mal Zeit, sowas in der Art abzuladen. Ich weiß auch nicht warum. Es wird einfach Zeit, sowas hochzuladen. Keine Ahnung. Wäre ganz cool. So ein Haftbefehl-Track auf der Pokémon-Flöte. Was los, Rot? Doch, das ist schon was. Und ich muss jetzt die ganze Zeit wechseln, weil ich jetzt scheiß Relaxo nonstop
Gene einsetzt. So, Eroas. Okay, super. Ich will das nämlich auf jeden Fall fangen. Ich glaube, es hat eine 5% Chance, dass es sogar diesen einen Move da trägt. Wie hieß er? Du hast bestimmt. Nein. Warum wäre? Gab es da nicht noch eine Chance, dass es irgendwie Dingens trägt? Wer ist der? Gab doch eine 5% Chance oder sowas in der Art, oder? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Jedenfalls steht jetzt unser Dr. Eggman, was sich als ziemlich unpraktisch erweist, und wird Zeit für Haftbefehl-Action. Oh, du weißt, was los, Mutterficker? Es eilt Benzer und so. Und perfekt. Danke. Jetzt können wir nämlich das Schlaf oder so einsetzen. Und ja. Time for a little bit Super Bowl Action. Ich hoffe, das reicht aus. Wanted Sleep ist klar. Alter Schwede. Kann nicht sein. Kann ich lesen. So, und wieder zurück auf Eggman. Alter, das ist doch so klar. Ich will ein hässliches Relaxo fangen. Und das bereitet mir jetzt Probleme. Oder auch nicht. Endlich. So, und ich werde jetzt random irgendeinen Abonnenten von mir raussuchen. Oder irgendjemanden. Kosename. Wer wollte nochmal unbedingt erwähnt werden? Ich weiß nicht. Ich setze einfach Chris. Das ist jetzt derjenige, der mir spontan ins einfällt. Ich habe mir nichts aufgeschrieben oder was, die Sache. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Und Chris. Chris ist ein griechischer Mitbürger unsererseits. Ein Abonnent meinerseits. Und ja, hat es eigentlich auch verdient, erwähnt zu werden. Schreibt mir auch immer nett, fleißig, schöne Kommentare. Finde ich gut. Ich liebe den Angelsport, mein Bruder ist doch Profi-Angler. Müsst du auch angeln? Na, Logo. Klasse. Du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Ja, na super Angel. Können wir jetzt angeln? Du bist, was für ein Flachwitz. Haha. Aber egal. Es geht nämlich hier jetzt weiter. Elektrizität ist meine Stärke. Biatch. Okay, Xavier. Das Level. Das Level. Ich glaube, man merkt gerade, dass ich geschockt bin. Eben waren wir noch overlevelt, jetzt sind wir wieder underlevelt. I'm seriously shocked, man. So, Donner. Oh. Scheiße. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay. Steinagel. Gott, was ist das? Nein. Ey, das... Oh, hat überlebt. Ja, gut. So, Solar Beam trifft und... Nicht geht. Schade. Sehr schade. Dafür kann ich das jetzt auffallen. Ja, doch. Tafelwasser. Hier, du kriegst Tafelwasser. Ich habe die Tafel gerade frisch gewischt und du kriegst das Wasser davon. So verinterpretiere ich immer Tafelwasser. Alter. Das ist doch nicht im Bereich des Möglichen, Mann. Das geht doch nicht. Smog. Okay, komm, leg mal los. So typisch war das, ja, so richtig Pokémon-Style. Man sollte die Edition in Pokémon Doppelkampf Armageddon umtaufen lassen. Okay, schneller kann Schein gesetzt werden und Angler, ja. Ja, super. Regi-Action. Wir gehen einfach mal. Ja. Das ist Ordner, wie ich ihn kenne. Der gute alte Ort. Sie eben noch 10 Level über uns, sind sie schon wieder auf demselben Level. Ach, verstehe irgendjemand den Österreicher da. Haha. ja. Blitzkanone geht jetzt natürlich daneben. Wenn man es unbedingt braucht, geht es daneben. Das ist Pokémon, ja. Aber Farida Bang ist, glaube ich, schnell. Nee, doch nicht. Ah, hab schon gedacht, das ist schneller. Egal. Blitzkanone trifft. Ui. Abgesangenen Doppelkampf. Das ist tödlich.
tödlich für den Textbalken, weil der muss jetzt jedes Mal vier weitere Sachen dahin posten. Was ich nicht als schön finde. Als schön finde. Was ist mein Deutsch los? Fuck. Ich interpretiere das so, dass du mich gerade weggehext hast, du Flachkopf, Luftkopf. Aber egal. Was reg ich mich darüber eigentlich noch auf? Das ist doch mittlerweile Standard. Immer auf den guten alten Regi. Immer auf den Kanak. Das ist lustig. Ich habe in einer Höhle Kappa gefunden. Ja, tu. Schick sie sonst wohin. Und jetzt sind die doch Level 55. Ey, Orzi, was geht in deinen Kopf vor? Das will ich nicht wissen, glaub mir. Gigasaka. Ja, hätte mir ein bisschen mehr Damage Schaden erhofft. Oh Gott. Das wird ziemlich böse. So Smog und nochmal Gigasauger. Ja, bei mir ist nie ein One-Turn-Stick. Bei mir ist es ja nie so, bei den Gegnern immer. Ja, nö. Super, Hauptsache vergiftet, ja. Okay, Willenleser. Ich rieche Wuchtschlag. Ich rieche das, wenn ich so... Wisst ihr? You know, it's like smell something, yeah? Alter, Voodoo. Heuler, Heuler! Aha! Kriegst ja Kopfschmerzen von sowas. Ja, Double Sleep. Double Sleep. Ja. Oder Double Insomnia. Ha, ha, ha. Voodoo schläft mal wieder, Midnight schläft auch. Ja, ich kann nichts machen. Meine Pokémon sind gnadenlos ausgeliefert. So habe ich Pokémon gerne. Schön unfair, schön scheiße. Ja, Voodoo schläft mal wieder. Midnight ist Devil aufgewacht. Attacke geht an ihm. Okay. Boah. Leute, glaubt mir. Der Orzi, wenn er mir jetzt irgendwann mal unterkommt, den muss ich mal ein paar Wörtchen reden. Aber auf Rigimengen Art. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit der flachen Hand. Denn das gibt's doch nicht. Es ist jedes Mal dasselbe. Jedes verdammte Mal. So, nach drei Heulern zieht bis Spukball jetzt auch nichts mehr ab. Und das ist immer noch Heuler. Heulein. Egal, jetzt dürfte es doch bitte down sein, oder? Ja, danke. Und Midnight dürfte doch auch mal wieder ein Level bekommen. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ich aber nicht. Oder? Oder doch, doch, doch. Eilma. Eilma, was ist das für ein Name? Kenn ich gar nicht. So, bis und ja, super. Hab nichts gegen Flug-Pokémon. Ja, super. Einfach super. Bruce Darnell. Darnell. Garnele. Okay, Stiegeldruck spielt fehl. Super. Das ist nicht gut. Okay, scheiße. Was war das denn gerade? Geheimpower. Und Überschlag auf Ibitak. Weich. Ich rieche den Geruch von Ausraster in der Luft. Ich rieche es. Alter. Ich sag dazu gar nichts mehr, weil wenn ich mich jetzt gleich aufrege, dann wacht mein guter alter Papi auf. Ja. Und dann hört ihr nur noch so Sachen wie... Ah! Ja. Hört ihr noch sowas. Und das wollen wir natürlich nicht public machen, ja? Nein, eigentlich nicht. Aber dann wird hier ziemlich viel rumgebrüllt. Das wollen wir nicht. Einfach mal aufheilen. Wirklich. Das war sehr, sehr ziemlich zügig, Bitch. Hausmeister Krause steckt in jedem von uns, ja. Und ich weiß, doppeldeutig. Hahaha, lustig. So, zieh mal durch. Rotkäppi, Gay, Lord, King, namens Ash, Ketchum. Ach so, Ash Ketchum. Deswegen trägst du auch den roten Hut, verstehst du, wegen Ash Ketchum. Ha! Was mache ich hier? Ash Ketchum. Okay, ich habe gerade nur die EP abgecheckt.
Und Midnight hat bis jetzt mehr Erfahrungspunkte gebraucht als der gute alte Italiano. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Man sagt, dass du gleich die Ach, egal. Ich habe mich noch unter Kontrolle. Noch. Es ist so, Flinch. Und zwar jetzt noch mal. Und zwar so lange, bis es tot. Okay, super. Das hat mir jetzt den Tag wieder versüßt. Dankeschön. Bianca. Ja, ich habe verloren. Ja, mich auch. Doch, zwei Trainer gehen noch. Natürlich werde ich mit dir spielen. Das war jetzt eine ziemlich männliche Stimme für eine Schönheit. Lass mich raten. Geh schnell zum Wandeln, gell? Notsituation. Es ist, als ob dieses dumme Radikal lesen könnte, was ich jetzt einsetze. Das ist so klar. So klar, so typisch, wisst ihr. 50 Kraftkoloss. Ja, sollte nicht allzu sehr abziehen, weil wir eine Resistenz vorzuweisen haben. Jetzt sind der Angriff und die Verteidigung. Super, super. Da ich gerne mit vollen HP aus den Kämpfen wieder rausgehe, setze ich jetzt Egelsamen ein. Kriegen jetzt für den Fall der Fälle, auch wenn wir jetzt sowieso nicht verlieren werden, das steht so was von fest. Ah, Missklick. Ich liebe Missklicks. Okay, Konfusion. Ja, okay, Doppelkick. Du weißt doch, das bringt dir doch nichts, Schönheit. Meine Liebste. Okay. Wollte ich denn jetzt bei meinem Glück? Gut. Immer pessimistisch denken. Wenn man pessimistisch denkt, da gibt es nichts mehr, was einen überraschen kann. Außer so ein Raichu. Solar Beam in your face. Das ist so eine fette Genki Dama. Leute, gib mir Hand. Wisst ihr, Kokoba hebt seine Hände hoch, die nicht vorhanden sind, und sagt: Genki Dama, bam! Dreckiges Pixie-Raichu. So. Das ist doch mal gut. Schön Echo und Level 48. Nice. Muss noch gucken, wo man Sonntag in der Edition herbekommt. Oh, Hyper haben wir noch. Geil. Ich glaube, als nächstes hole ich mir eine Menge Hypertränke. Ich meine, das Geld haben wir dazu. 223.000, ja. Lass deine Pokémon gegen Weihnachten treten. Du hast jetzt mal wieder eine bisschen weiblichere Stimme, ja? Das finde ich gut. Das finde ich jetzt jedoch nicht gut. Dieses komische Pixie. Gesang. Doch, wir bleiben drin. Ich lasse es einfach auf mein Glück ankommen. Auch der gute Regi muss das auch mal manchmal machen. Ich meine, wir haben jetzt unsere Pokéflöte. Da kann uns so ein dummes Pipi auch nicht mehr anhaben. Oh, Befehl. Was los, Mutterficker? Okay, Metronom. Hitzewelle. Ja. Ganz gut. Aber ich mag Metronom nicht so. Ich weiß nicht. Ich hatte da nie Glück bei. Wenn ich Metronom einsetze, kommt da irgendwie Plancha oder so raus. Oder es kommt nochmal Metronom raus, ja. Gute alte Rigi Glück. Und ich sag immer wieder gute alte, wenn es um mich geht. So alt bin ich ja gar nicht. So. Voodoo braucht am wenigsten Erfahrungspunkte. Finde ich gut. Ja. Nichtsdestotrotz, das war es jetzt erstmal für diesen Part. Geht dann gleich weiter und ich glaube, die Maus war mit. Fuck! Egal. Danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut. Ciao, Harry.